Bei ihnen im Tessin haben einen Grund zum Feiern. Ihren Völkern geht es nämlich endlich besser. Und auch er hat etwas zu feiern, der Präsident der Tessiner Imker. Denn die Honigernte 2018 ist erfreulich gut ausgefallen. La stagione 2018 è stata positiva. Abbiamo avuto un buon raccolto primaverile. Abbiamo visto di nuovo il miele da acacia dopo anni di assenza. E poi è continuata bene sul tiglio castagno, c'è stato un ottimo raccolto e gli apicoltori che hanno portato le api in altitudine hanno anche prodotto parecchio miele di rododendro o mille fiori di montagna. Dunque nel complesso una bella stagione. Die aktuelle Umfrage von der Bienenzeitung zeigt einen Anstieg von der durchschnittlichen Ernte pro Imker seit 2014. Davide Gongoni sagt, die Völker seien insgesamt gesünder. Weniger Bienen sterben. Sie kommen besser durch den Winter und auch der Aufbau von neuen Völkern ging besser. Gli apicoltori, secondo me, oggi hanno maggiore consapevolezza del periodo giusto per fare i trattamenti, delle sostanze giuste da impiegare e questo magari ha avuto, diciamo, è parte del successo che abbiamo avuto in questi ultimi anni. Ein gesundes Bienenvolk ist auf eine gesunde Natur angewiesen. Gerade bei der Blütenvielfalt gäbe es Fortschritt, sagt Davide Gongoni. Anche la popolazione diventata sensibile all'importanza delle api e del fatto che siano in pericolo, ha cominciato, ci sembra, ad arricchire i giardini, per esempio, con piante amiche delle api che forniscono nutrimento alle api. Questo potrebbe essere un fattore che ha influito positivamente. Das Herz für Bienen ist erfreulich, gerade in einem Kanton, wo das Umweltanliegen bis jetzt eher schwer hatten. Im Tessin erwacht im Moment gerade ein neues Umweltbewusstsein. Und in diesem Zusammenhang ist es sehr ein wichtiger Befund, dass es den Bienenvölkern ein bisschen besser geht. Denn es zeigt den Leuten, wenn man etwas macht, wenn man zu der Natur Sorge hat, kann man wirklich etwas bewirken.